Die Landtagswahl in Schleswig-Holstein gewann die CDU mit Ministerpräsident Daniel Günther an der Spitze haushoch. Es ist das beste Ergebnis für die Christdemokraten seit 40 Jahren im nördlichsten Bundesland Deutschlands. Der alte und neue Ministerpräsident kann sich nun seinen Koalitionspartner aussuchen. Blicken wir damit auf das vorläufige amtliche Endergebnis. Die Christdemokraten kommen auf 43,4% und legen damit mehr als 11 Punkte zu. Mit nur noch 16% ist die SPD der klare Verlierer der Wahl. Minus 11 Prozentpunkte. Stark zulegen konnten die Grünen. Sie sind mit 18,3% jetzt zweitstärkste politische Kraft. Die FDP rutscht auf 6,4% und der SSW, die Partei der dänischen und friesischen Minderheit, verbesserte sich auf 5,7%. Die AfD fliegt mit nur noch 4,4% erstmals wieder aus einem Landtag. Und auch Die Linke ist an der 5%-Hürde gescheitert. Und Daniel Günther will nun mit Grünen und FDP über ein mögliches Regierungsbündnis reden. Der 48-Jährige habe sich für eine Fortführung des Jamaika-Bündnisses ausgesprochen. Das sagte der CDU-Politiker noch einmal deutlich. Aber deswegen sei für ihn nun klar, dass er mit beiden bisherigen Partnern sprechen werde. Ob es auf eine Neuauflage von Jamaika oder auf ein Zweierbündnis entweder mit den Grünen oder der FDP hinausläuft, da will er sich bislang nicht festlegen. Rein rechnerisch könnte die CDU künftig auch mit dem Südschleswischen Wählerverband regieren, der Partei der friesischen und dänischen Minderheit. Wenn man sich mal insgesamt das Ergebnis anguckt, ich meine, Regierungen, wo die drei Parteien 2/3 der Unterstützung auch bekommen, das zeigt eben auch, dass die Menschen wirklich auch mit dem zufrieden sind, wie wir in diesem Land regiert haben.